Helmut Schmidt, spätes Idol der Deutschen. Als Kanzler galt er als knallhart. Der Terrorismus hat auf die Dauer keine Chance. Sein anderes Gesicht verbirgt er damals wie später. Seine Depressionen. Er hatte müde und traurige Augen. Die Zweifel. Er möchte raus, er möchte eigentlich in die Wirtschaft. Die Krankheiten. Wenn der so weitermacht, ist er in 5 Monaten tot. Und die schweren Krisen in seiner Ehe. Dass diese Ehe aufrechterhalten worden ist, ist vor allem das Verdienst von Loki. Die zwei Leben des Helmut Schmidt. Jetzt in ZDF History. 1975, Wahlkampf in Berlin. CDU-Spitzenkandidat Peter Lorenz hat gute Chancen, regierender Bürgermeister zu werden. Sein Thema: mehr Sicherheit. In Berlin haben linke Terroristen einen Richter ermordet. SPD-Kanzler Helmut Schmidt wiegelt ab. Ein Flugblatt der Berliner CDU. Dicke Überschrift: Berliner leben gefährlich. Der Peter Lorenz, nämlich das ist der freundliche Herr hier mit der Hornbrille, der das verantwortet, diesen Unfug. Der muss sich offenbar nachts in seiner Wohnung ängstigen, nicht so? 3 Wochen später wird Peter Lorenz entführt. Die Forderung der Erpresser: Freilassung von 5 inhaftierten Gesinnungsgenossen. Helmut Schmidt ist erst 9 Monate im Amt. In den Krisenstab holt er auch die Opposition. Die Meinung des Kanzlers: er will sich nicht von Terroristen erpressen lassen. Zunächst gab es natürlich Kritik der Union. Und wenn man so will, war das natürlich auch ein gewisses Druckmittel. Der Wahlkampf vertieft die Gräben. Will hier ein SPD-Mann das Leben eines politischen Gegners aufs Spiel setzen? Schmidt gerät in die Kritik. Im entscheidenden Moment meldet er sich krank. Er lag mit 41 Fieber im Bett. Herr Kohl, der Oppositionsführer, hat ihn beschworen, den Austausch zu vollziehen. Bei der Abstimmung im Kanzleramt enthält sich Schmidt. Hat er Angst vor der Verantwortung? Peter Lorenz kommt frei. Die Terroristen werden in den Nahen Osten ausgeflogen. Er hat sich selber, es wäre falsch zu sagen, nicht unbedingt Absolution erteilt, aber er hat erklärt, weswegen er selber irgendwie aus dem Entscheidungsprozess raus war. 2,5 Jahre später entführt die RAF Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer. Das war für ihn eine furchtbare Situation, in der er auch ganz klar, und ich muss wirklich sagen, fast, also emotional, mit bebender Stimme sagte: ich weiß nicht, was ich mache. Schleyer ist Schmidts Freund. Wieder wollen die Entführer Terroristen freipressen. Gleichzeitig hat er erkennen müssen, dass es Situationen gibt, in denen man sich in Schuld verstrickt und es keinen anderen Ausweg gibt. Diesmal will er sich nicht raushalten. Er hat aus dem Fall Lorenz den Entschluss destilliert, nie wieder nachzugeben. Weil einmal Schwäche zu zeigen, weitere Schwäche nach sich zieht. Er ringt mit sich. Nach außen hin zeigt er Stärke. Sie mögen in diesem Augenblick ein triumphierendes Machtgefühl empfinden. Aber Sie sollen sich nicht täuschen. Der Terrorismus hat auf die Dauer keine Chance. Schmidt gibt sich kompromisslos. Der Krisenstab steht hinter ihm. Schleyer wird nicht ausgetauscht. Einen Monat später ist er tot. Ich glaube, der schlimmste Moment in seinem Leben war, als er bei dem Trauergottesdienst neben Frau Schleyer saß. War die schwerste Entscheidung seines Lebens richtig? Er war fähig zu zweifeln. Auch an dem, was er selber tat, dachte und entschied. Seine Zweifel konnte Helmut Schmidt stets gut verbergen. Als er im November 2015 stirbt, bewundern ihn die Menschen
als weisen Welterklärer. Über 50 Jahre lebt er mit seiner Ehefrau Loki in diesem Haus. Hier kann er sich geben, wie er wirklich ist. Das hat Loki oft gesagt, wenn die Leute wüssten, wie viel Gefühl mein Mann hat. Nur wenige lässt Schmidt hinter seine Fassade blicken. Einer von ihnen ist der Pianist Justus Franz. Seit 1957 kennen sich die beiden. Er war der beste Freund, den man sich vorstellen konnte. Beide verbindet die Liebe zur Musik. Ich glaube, dass die Musik für ihn ganz wichtig war und dass er durch die Kraft der Musik auch selber immer wieder Kraft in seinem eigenen Tun gefunden hatte. Denn Schmidt zweifelt sein eigenes Handeln oft an. Ist Politik das Richtige für ihn? Eigentlich wollte er Stadtplaner werden oder Pianist. Jeder richtige Ton im richtigen Zeitmaß ist auch Pflicht. Und das dann hinzubringen, das hat er eben ganz gut geschafft. Pflicht oder Neigung? 1941 meldet sich Helmut Schmidt freiwillig an die Ostfront, obwohl er die Nazi-Herrschaft innerlich ablehnt. Ich sagte, warum haben sie das denn gemacht? Na ja, hat er gesagt, wenn man am Wochenende in Berlin unter den Linden lang spaziert ist und hat dann gesehen, wie diese Soldaten von der Ostfront kamen, ihre Puppen im Arm, im vollen Ornat, da was hängen und da eine Schulterklappe und so. Ja, ich wollte auch mal ein Held sein. Schmidt überlebt den Krieg unbeschadet. Er studiert, geht in die Politik. Politik ist in gewisser Weise ein Kampfsport. Im Februar 1962 erhält er wieder Gelegenheit, Held zu sein. Eine gewaltige Sturmflut durchbricht Hamburgs Deiche. Tausende Menschen drohen zu ertrinken. Helmut Schmidt, mittlerweile Polizeisenator in Hamburg, übernimmt die Führung. Er war schon so wie direkt vom Militär mit seinem Offiziershabitus und hat das unter Kontrolle bringen wollen. Aber er war hemdsärmlich, er hat angefasst, er ist im Helikopter rumgeflogen und hat sich ein Bild von der Katastrophe gemacht und hat das, also in der Krisensituation, hat er einen sehr kühlen Kopf bewahrt. Er setzt sich über Bedenken, Gesetze und Vorgesetzte hinweg. Ein Teil seiner Philosophie hieß auch, der Mensch muss, wenn er in die Situation gestellt wird, sich entscheiden können. Das hatte er eigentlich auch schon als Kriegsoffizier zumindest zu teilen gelernt. 315 Menschen sterben in den Fluten. Doch die Hamburger sind sich sicher, Schmidt hat noch Schlimmeres verhindert. Dafür sind sie ihm dankbar. Bis heute. Da hat er zum ersten Mal etwas gezeigt, was er vielleicht selber gar nicht wusste, dass er es konnte. Die Bundeswehr hat willig Weisungen angenommen aus meinem zivilen Munde. Umgekehrt, wir haben uns belehren lassen von der Bundeswehr. Ein Retter mit Doppelleben. Eine beglückende Erfahrung. Offiziell an seiner Seite Ehefrau Loki. Sie kennen sich aus der Schulzeit. Noch im Krieg wird geheiratet und Sohn Helmut Walter geboren. Er stirbt mit nur 8 Monaten. Ein Schicksalsschlag. Mit Tochter Susanne wird aus dem Paar eine Familie. Doch seit 1961 hat Schmidt eine Geliebte, 17 Jahre jünger und verheiratet. Loki ahnt nichts, bis es 1966 publik wird. Das war eine der schlimmeren Phasen, die ich erlebt habe als sein Mitarbeiter, weil es dann auch zu gewissen Häme führte und versteckte Anspielungen und so weiter. Da war Schmidt also jemand, der darunter sehr gelitten hatte und Loki natürlich noch stärker. Helmut Schmidt geht 1965 nach Bonn, wird Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag. Sein Doppelleben führt er dort weiter. Dann wurde Loki mitgeteilt, er sei noch gar nicht abgeflogen, es sei mal wieder Nebel in Bonn. Deswegen hießen diese Heimflüge, die hießen die Schmidtschen Nebelfahrten. Journalisten wollen immer wieder wissen, was los ist. Helmut Schmidt hüllt sich in Schweigen. Loki hat die passende Antwort. Ach, wissen Sie, das ist eine Sache zwischen Helmut und mir. Und es geht Sie nichts an.
Nach außen hin inszeniert das Paar Familienidylle. Doch die Affäre lässt die Ehefrau nicht kalt. Lucky war mit der Frau von Horst Emkel, dem Kanzleramtsminister von Willy Brandt, offenbar enger befreundet. Und Frau Emke und auch Herr Emke erzählten mir, dass Loki sich immer mal wieder bei ihnen ausgeweint habe. Doch trennen will sie sich nicht. Wenn der glaubt, dass ich mich scheiden ließe, dann hat er sich getäuscht. Ich werde noch mal wichtig für ihn werden. Und sei es denn erst im Alter. Loki arrangiert sich. Nun mach mal ein freundliches Gesicht. Einmal im Urlaub kannst du dich freundlich angucken. So werde ich hier behandelt, Mensch. Und das schon 4 Wochen lang. Männer können ihre Frau lieben und trotzdem mal eine Affäre haben. Und dann daran kann eine Ehe zerbrechen. Oder sie kann reifen. Der junge Politiker Helmut Schmidt will weiter nach oben. 1969 wird er Verteidigungsminister, 1972 Wirtschafts- und Finanzminister. Er war, das kann man glaube ich so sagen, tendenziell immer auf Krawall gebürstet. Er wollte sich schnell und nachhaltig profilieren und ein Mittel der Profilierung war natürlich, diesen Altmännerzirkus aus Bonn etwas aufzumischen. Sein Spitzname ist Schmidt Schnauze. Lieber Freund, der Sie nun zum dritten Mal dazwischenrufen, für intelligente Zwischenrufe bin ich besonders dankbar, da entfaltet sich mein rhetorisches Talent. Das ist auch vernünftig, stammt nämlich von mir, habe ich vor 20 Jahren selbst geschrieben. Ja, sicherlich, wir dürfen ja auch verschiedener Meinung bleiben, nicht? Und wenn Sie so reden würden, wie ich heute Abend geredet habe, würden es noch schneller noch mehr Leute begreifen. Wobei der Begriff Schmidt Schnauze, ja, mal entstanden ist, als eine Art Eigenwerbung. Ja? In den 50er Jahren als junger Abgeordneter, mal in einem Pressegespräch mit Journalisten. Und dann hat er eben dann gesagt, na, Sie wissen ja, so wie ich das ausdrücke, eben wie Schmidt-Schnauze. Brigitta, sind Sie das? Was haben Sie mir alles für Mist auf den Schreibtisch gelegt hier? Das sah hier aus, Mensch, wie bei Karstadt, hier alles vollgepackt. Hier liegt auch noch was. Weiß man gar nicht, was man lesen soll. Pack mir meine Briefe, wie sie es gehört, dahin und den Lesemist auf den anderen Stapel und nicht den ganzen Tisch voll. Das Hamburgische hat schon so nach Stahlkanten in der Sprache. Ja. Und er hat das übrigens auch sehr bewusst eingesetzt. Bitte Platz zu nehmen, akademische Viertelstunde ist um. Da spielt die Ungeduld eine Rolle und eine gewisse Panzerung, mit der er rumgelaufen ist. Ja. Er hat dahinter ein Stück Empfindsamkeit verdeckt. Hinter der Arroganz steckt auch ein Mensch, der Reibung sucht. Es war nicht so, dass man mit ihm nicht diskutieren konnte, sondern er hat das verlangt. Er wollte Gegenmeinungen hören, um seine eigene Meinung zu festigen und abzuklären. Entscheidungen fällt Schmidt erst nach langem Hin und Her. Der Perfektionist will nichts übersehen. Er wollte natürlich auch Macher sein. Aber er wollte eigentlich mehr als Macher sein. Nur deswegen hat er sich aufgeregt. Er wollte Macher mit Grundsätzen sein. Und gerne auch Kanzler. Doch die SPD stellt bereits den Regierungschef und der ist auch noch beliebt. Er hat sich, und dafür gibt es eine Unzahl von Belegen, in denen er sich entweder total unverhohlen oder in verdeckter Form für den besseren Kanzler gehalten hat. Doch Willy Brandt gewinnt die Wahl 1972 mit Bravour. An ihm kommt Schmidt nicht vorbei. 1973 redete er immer wieder mal davon, er möchte raus, er möchte eigentlich in die Wirtschaft. Und es wäre so schön, mal 200.000 Mark zu verdienen im Jahr. Dann stürzt Willy Brandt über einen Spionagefall. Der Nachfolger steht bereit, auch wenn er Schiss hat vor dem Amt, wie er selber sagt.
Am 16. Mai 1974 wird Helmut Schmidt der 5. Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Da kommt dann wieder dieses verdammte Pflichtbewusstsein. Die Parteidisziplin hat ihn dann dazu gebracht, du kannst nicht aufhören, du kannst nicht aufhören, du musst weitermachen. So wahr mir Gott helfe. Darf ich noch einmal die herzlichen Glückwünsche des Hauses. Der neue Kanzler steht vor großen Herausforderungen. Inflation, Ölpreisschock, Energieprobleme. Schmidt glaubt ja, dass die Weltwirtschaftsprobleme und die Schwäche des Kapitalismus im Kalten Krieg so schlimm sind, dass es möglicherweise zur Zersetzung und zur Auflösung und zum Zugrundegehen der Demokratie führen könnte. Und deswegen war Weltwirtschaftspolitik auch Weltsicherheitspolitik. Und dieses konzeptionelle Denken, gerade Mitte der 70er Jahre, ist sehr wichtig, um zu verstehen, warum Schmidt sich so stark darauf konzentriert hat. Schmidt will die Nation nicht nur führen, auch belehren. Wie schon als Minister, als er in der Ölkrise autofreie Sonntage befahl. Nicht so sehr, um damit Benzin zu sparen, obwohl das dringend geboten war, sondern um dem deutschen Volk ins Bewusstsein zu heben, dass wir vor einer Krise standen. Die hatten das nicht begriffen, dass wir in einer Krise waren. Etwas lernen, etwas leisten, gut verdienen, anständig und ehrlich seine Steuern bezahlen, ordentlich was auf die hohe Kante legen. Schmidt will sogar pro Woche einen fernsehfreien Tag einführen. Er hat hohe Ansprüche an seine Umgebung. Die Sitzung, Geschichten da in Brüssel. Er hat blitzschnell begriffen. Er wusste in manchen Fragen so gut Bescheid wie man selber, zuweilen sogar noch ein bisschen besser, weil er einen anderen Erfahrungshorizont mitbrachte. Und das war erstmal intellektuell und auch rein mental schon sehr herausfordernd. Er ist beliebt im Volk. Doch im Kanzleramt gilt er als schwieriger Chef. Gemütlichkeit hat er nur nicht ausgestrahlt, aber auch keine Kälte. Jeder, der zu einem Bundeskanzler kommt, und das gilt für jeden und auch für jeden Bundeskanzler, muss sich zunächst mal darüber klar sein, wie knapp die Zeit eines Bundeskanzlers bemessen ist. Also mit großen Labereien ist da nichts zu machen. Wenn du aber die Gelegenheit hattest, mal völlig abseits vom dienstlichen Bereich mit ihm privat zu reden, dann war er ungemein offen und freundlich, weil dann spielte das ja nun keine Rolle. Gemütlich erlebt ihn auch Justus Franz. Seit 1971 machen die Schmidts gerne Urlaub auf seiner Finca auf Gran Canaria. Er kam mit Loki und war ein ganz einfacher und wunderbarer Hausgast. Also der abends auch seine Gläser noch ausspülte in der Küche oder die Teller in die Waschmaschine brachte. Er war wirklich einfach zum Verlieben, weil wir hatten kaum Gäste, die so bescheiden und so angenehm sich in diesen Haushalt fügten wie er und Loki. Die Liebe zur Musik verbindet Schmidt und den 26 Jahre jüngeren Dirigenten und Pianisten. Franz spielt gern Chopin, Schmidt lieber Bach. Für ihn war Musik ein Lebenselixier und spielte eine viel größere Rolle als, ich habe den Eindruck, manchmal für einen Musiker. Schmidt tankt auf in seinem Feriendomizil. Er hat mir manchmal gesagt, dass er keinen einzigen privaten Schritt mehr gehen könnte, ohne dass nicht irgendjemand ihm folgte. Und er sagte, ich kann niemandem mal zulächeln, ohne dass nicht sofort von ein paar anderen auch mit vollzogen wird. Und das fand er furchtbar. Während der eine Schmidt den Verlust seiner Privatsphäre beklagt, holt der andere Schmidt sich die Arbeit ins Haus. Er empfängt am Neuberger Weg Präsidenten und Generalsekretäre.
Das war politisch sehr vernünftig und zeigte, also hier spricht jemand oder ist jemand vorhanden, ein deutscher Kanzler, der nur sich als Kanzler sieht, aber nicht als Repräsentant für etwas Höheren noch oder präsidial auftreten will oder so. Das war schon Politik. Auch das Haus ist Politik gewesen. Das hat er alles überlegt, immer. An Staatsmännern schätzt er vor allem eines, Verlässlichkeit. Ich erinnere mich daran, dass Jimmy Carter ihn quasi gezwungen hatte, sich für die Neutronenbombe einzusetzen. Und als er das dann gemacht hat, in dieser Sekunde rückte Carter davon ab. Das hat ihn unheimlich verletzt. Und ich glaube, das hat er ihm auch nie verziehen. Männerfreundschaft in der Politik ist nicht sein Ding. Er bleibt lieber beim Sie. Helmut Schmidt hat ganz bewusst das definiert als politische Freundschaften und auch darüber geschrieben und sich gefragt, gibt es in der Politik überhaupt persönliche Freundschaften? Der Kanzler ist kein Kumpeltyp. Er kommt dennoch gut an, besonders bei Frauen. Und da gab es eben eine Reihe von Kolleginnen aus der Bundespressekonferenz und die fanden den Herrn Schmidt aus Hamburg schon ziemlich schnieke. Was macht ihr denn alle hier? Wer hat euch hier alle reingelassen? Wollt ihr auch noch in mein Schlafzimmer kommen? Vielleicht? Ja, sorry. Vor allen Dingen die Damen haben laut Ja gesagt. Habt ihr das gehört? So locker nimmt Loki das Thema andere Frauen nicht immer. Als Journalist Hans-Joachim Noack Schmidt zu seinen Affären befragt, ermuntert ihn Loki dabei. Hinter ihm stand Loki und forderte mich ständig auf, dass mir jetzt nicht die Puste ausgehen möge, sondern ran an den Feind sozusagen. Macht er da hinten Faxen? Ja, frag ihn, soll er mal antworten. Eine kleine Rache, sonst mag sie es lieber harmonisch. Während der Sitzungstage im Bundestag werden ja doch gelegentlich mal ganz kleine Gräben aufgerissen oder aufgeschaufelt. Und ich habe kein Mandat, ich habe keine Funktion, ich laufe am Rande. Ich kann ja doch ganz fleißig die Gräben wieder zuschaufeln. Da ist auch eine wirkliche Kameradschaft dabei. Eher als so das romantische Paar. Sie halten zusammen und sind einer Meinung, auch als der Terror der RAF ihre Familie bedroht. Beide erklären, sie wollen im Falle einer Entführung nicht ausgetauscht werden. Keine Ausnahme für die Schmidts, kein Nachgeben. Auch nicht, als 1977 Hans-Martin Schleyer entführt wird. Dabei quälen Schmidt Zweifel, die er mit engen Freunden teilt. Was immer ich mache, ist falsch. Aber ich muss, wir können den Terroristen nie nachgeben. Wenn wir das tun, haben wir keine Zukunft mehr. Einen Monat später ist Hans-Martin Schleyer tot. Schleyer hat gefleht um sein Leben. Er kannte ihn persönlich. Schmidt hat sich schwer getan mit der Entscheidung. Er hat sich Rat geholt. Aber dann hat er das durchgezogen. Und diese Härte galt auch ihm gegenüber. Das kann man bewundern. Davor kann man auch erschrecken. Ja? Es ist halt so wahnsinnig nah beieinander. Die Härte sich selbst gegenüber hat ihren Preis. Die Gesundheit des Kanzlers ist angegriffen. Horst Ehmke hat mir mal gesagt, dein früherer Chef, wenn der so weitermacht, ist er in 5 Monaten tot. Weil er da in der Öffentlichkeit, in Fotos der Bild-Zeitung, erschien er um 10 Kilo, 12 Kilo abgemagert. Viele dachten, er hat Krebs oder irgendwas. Ja. Es ist die Schilddrüse. Nur mit vielen Medikamenten wird Schmidt wieder halbwegs gesund. Freunde machen sich Sorgen um den Kanzler. Er war angestrengter. Ich glaube, dass sich deutlich seinen Gesundheitszustand verschlechterte. Aber er hat sich auch weniger bewegt.
Aber er hat sogar mit Steffi Graf mal Tennis gespielt bei mir. Und ich hatte Steffi Graf gesagt, um Gottes Willen, bitte mach nichts, als dass du auf ihn schlägst. Einfache Bälle. Aber irgendwann war es mit ihr durchgegangen und sie hat dann doch irgendwie geschnitten. Und mit dem Erfolg, dass es ihm dann tatsächlich, dass er sich irgendwie was verrenkt hat und es ihm gar nicht so gut ging, ja. Schmidt raucht wie ein Schlot oder schnupft den Tabak. Auch beim Essen hält er kein Maß. Er macht auch grauenvolle Dinge. Er trank ja sehr gerne Coca-Cola. Aber wenn er sich unbeobachtet fühlte, dann steckte er noch 6 Stücken Stückzucker, tat er noch sich in die schäumende Coca-Cola. Ja, und da gibt es ja nur genug Zucker drin. Aber das fand er schön. Mitte der 70er Jahre hat Schmidt auf Gran Canaria einen Schwächeanfall. Ich hatte erst den Eindruck, er hätte sich den Fuß vertreten oder irgendwas, wissen Sie, es war. Und ich schrie nur auf, Helmut! Und so. Und da war er aber auch schon wieder bei Sisse. Nichts, alles in Ordnung. Er macht einfach weiter. Bis er an einem Sonntag im Oktober 1981 im Kanzlerbungalow bewusstlos zusammensackt. Atmung und Herz setzen aus, 30 Sekunden lang. Loki ist bei ihm und leistet erste Hilfe. Nur die Haushilfe wusste Bescheid und die persönliche Sekretärin wusste Bescheid. Ich sage, tun Sie mir einen Gefallen, machen Sie alles, was der Arzt sagt und sagen Sie niemandem Wort. Denn niemand wusste, was los war. Und irreführende Informationen über einen zugespitzten Krankheitszustand, das ist mit das Gefährlichste, was man machen kann. Später kommt heraus, Schmidt ist mehr als 100 Mal im Amt bewusstlos zusammengebrochen. Loki macht eine Ausbildung zur Schwesternhelferin für alle Fälle. Eins seiner dramatischen Ereignisse war, er war in Paris bei Giscard d'Estaing zu einem Staatsbesuch an einem Sonntag. Wie das so ist. Und in irgendeinem offiziellen Gebäude. Und er sagt, da werden Sie schlechter behandelt als jeder AOK-Patient in Hamburg, weil da ist kein Arzt und auch keiner erreichbar. Und da bin ich umgekippt. Im Krankenhaus implantieren die Ärzte dem Kanzler einen Herzschrittmacher. Der Loki sagte dann offensichtlich, also da, du musst jetzt schauen, dass du auf die Beine kommst, der Brezhnev kommt da und so. Und dann sagt der, wer ist Brezhnev? Also sein Kurzzeitgedächtnis muss da ein Stück weit gelitten haben. Mittlerweile hat die Presse Wind bekommen. Flucht nach vorn. Der Kanzleramtschef bestellt die Medien ins Krankenhaus. Schmidt spielt den Genesenen. Hab Poff gegen Koch neue Nacht gespielt. Teils meine Frau und ich, teils Lahnstein und ich, nicht? Und also dieses Spiel habe ich natürlich pflichtgemäß, hätte ich fast gesagt, verloren. Denn er war noch nicht ganz wieder klar. Aber ich dachte, dann musst du nun, kannst du nicht auch noch ein Schachspiel gewinnen. Da geht's zu weit. Die Operation übersteht Schmidt gut. Doch ganz vorbei sind die Bewusstseinsverluste nicht. Das Problem war, sie traten auch hinterher noch mal auf. Und es hätte auch alles eine ganz andere Ursache haben können. Wir haben dann unsere Spezialisten in der Neurologie im UKE eingeschaltet und da gab es unterschiedliche Meinungen. Letztendlich völlig geklärt ist es eigentlich nie geworden. 2 Monate nach seiner Operation sorgt der Kanzler für ganz andere Schlagzeilen. Er nimmt eine Schallplatte auf. Die Idee stammt von Justus Franz. Ich wählte nun auch die Nummer. Und sagte, Helmut, sind Sie das? Ja, also ja, wir machen hier eine Aufnahme, ich bin in London, von dem 3-Klavierkonzert Mozart. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir es zusammen machen? So, ja, ist das nicht zu schwer für mich? Und ich so, nein, das ist nicht zu schwer, das können wir machen. Und dann sagte er, okay, bums. So. Schmidt übt und kommt nach London. Er hatte nie zuvor mit einem Orchester, mit anderen eigentlich zusammengespielt. Und das ging von Anfang an, weil er eine unglaubliche Gabe hatte. Er konnte sich konzentrieren wie ein Weltmeister. Der Kanzler als Künstler. Denn plötzlich war Helmut Schmidt auch der Musische. Und das war er vorher nicht. Vorher war er ein kalter Macher, der
der sich irgendwann im richtigen Moment in den Vordergrund schieben konnte. Das stimmte aber alles gar nicht. Politisch ist Schmidt Anfang der 80er Jahre angeschlagen. Der NATO-Doppelbeschluss mobilisiert Hunderttausende gegen den Kanzler. Schmidt will Pershing-2-Raketen gegen sowjetische SS-20 aufstellen. Selbst Parteifreunde stellen sich gegen ihn. Die haben das, was Schmidt vorgeschlagen hat, als aggressiv angesehen. Und Schmidt hat natürlich immer gesagt, und da war er auch festgefahren in seinem Gedanken, dass es muss eine militärische Balance auf allen Levels geben, konventionell, nukleartaktisch, Mittelstreckenraketen, strategisch. Es wird eng. Der Koalitionspartner FDP läuft zu Helmut Kohls CDU über. Für Schmidt Verrat. Die FDP hatte gute Gründe, den Sprung zu machen, weil er konnte sich der Mehrheiten in seiner eigenen Partei nicht mehr sicher sein. Der Kanzler lässt sich jedoch das Heft nicht aus der Hand nehmen. Er wusste ja, dass das Misstrauensvotum kommt und dass das natürlich gegen ihn laufen wird. Aber er wollte sozusagen der FDP zuvorkommen. Deswegen hat er sie zuerst entlassen. Und das ist ein Teil der Orchestrierung. 1. Oktober 1982. Der Bundestag wählt Helmut Kohl zum neuen Kanzler. Nach 8 Jahren im Amt nimmt Helmut Schmidt Abschied von der Bonner Bühne und fährt dann direkt nach Hamburg. Das war ein ziemlich trüber Tag. Oktober wurde schon langsam dunkel, so um 5, 5:30 nachmittags oder so. Und da saß er da ganz alleine im Neuberger Weg. Da dachte ich, Entschuldigung, wenn ich das so offen sage, dachte ich bei mir, du armer Hund. Es ist der Beginn des zweiten Lebens von Helmut Schmidt. Die Hamburger empfangen ihn mit einem Fackelzug. Auch das kann den Ex-Kanzler nicht trösten. Es war nichts mehr und das konnte er eigentlich nicht vertragen. Und dann hat er versucht, sich wieder aufrecht zu bringen, aber er konnte da nicht gegen an. Er war wie geschlagen. Von 100 auf 0 in wenigen Tagen. Er sucht Zuflucht im Neuberger Weg. Das war sowas von gemütlich bei den Schmidts zu Hause. Wenn ich das mit anderen vergleiche, da hast du dich sofort wohlgefühlt. Du merkst ja auch einem Haus an, ob jemand schon lange darin gewohnt hat. Da war also nichts über den Innenarchitekten zusammengekauft, ne? Oder auf Außenwirkung berechnet. Das hatten die beiden sich über die Jahrzehnte dort zusammengestellt. Das politische Ende ist zugleich ein privater Neuanfang. Mit ein bisschen Toleranz von zwei Seiten läuft das doch eigentlich sehr einfach. Schmidt weiß das zu schätzen. Er hat ja später immer gesagt, die Tatsache, dass diese Ehe aufrechterhalten worden ist, ist vor allem das Verdienst von Loki. Sie ist natürlich bei weitem die bessere Hälfte. Doch ihrem Ehemann fehlt eine neue Aufgabe. Dann sagt er, ich muss erst wieder lernen, Ordnung in mein Leben zu bekommen. Ich kann ja jetzt alles machen. Ich kann theoretisch 12 Stunden schlafen und ich brauche nicht aufzustehen und es gibt keine Sekretärin, die mir morgens die Post oder die Zeitung reichen und wir haben keine Post und keine PR-Besprechung. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier neu ordnen kann. Irgendwie, er war richtig ein bisschen hilflos und traurig. 1983 wird er Mitherausgeber der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Doch den Kanzler kann er noch nicht ablegen. Er schrieb lange Memoranden. Ich habe also eins in Erinnerung, das ist 20 Seiten lang gewesen. Schreibmaschinen, eng. Musste ich natürlich beantworten. Und in einer Antwort habe ich ihm auch gesagt, der Chefredakteur
ist kein weisungsgebundener Staatssekretär. Der Journalistenverächter Schmidt muss sich an die neuen Kollegen erst noch gewöhnen. Zum einen bin ich ein bisschen erstaunt über die Intensität, mit der ihr diese Debatte unter euch selbst führt. Dieses ist ganz sicherlich kein spezifisch deutsches Problem. Jede Frage konterte er mit drei Standards. Das eine war, die Frage ist falsch. Das zweite war, die Frage verstehe ich nicht. Oder meine Lieblingsformulierung, diese Frage enthält gleich drei Fehler. Die Zeit profitiert von seinen Kontakten und seinem Wissen. Schmidt hingegen kann sich weiterhin auf der Weltbühne tummeln und seine Gedanken kundtun. Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, dann ändert sich das Wetter oder es bleibt so, wie es ist. Er war nun zwar kein Kanzler mehr, aber er konnte den Deutschen trotzdem sagen, wo es gefälligst lang zu gehen hätte. Für ihn war es wichtig, er blieb auf einem hohen Sockel stehend, öffentlich sichtbar. Mit den Jahren wird er zum Orakel der Nation. Es wird Zeit, dass wir zu einer anderen Struktur der Banken in Deutschland kommen. Toleranz zwischen den Religionen wird eine, in meinen Augen, eine entscheidende Aufgabe dieses 21. Jahrhunderts sein. Langfristig müssen wir in die Richtung auf mehr Europa gehen. Seine schlechten Tage verbirgt er so gut er kann. 1993 soll der Maler Klaus Fußmann ein Porträt des Altkanzlers anfertigen. Dann hatte er auch Phasen, depressive Phasen, wo das richtig sichtbar war im Gesicht und so. Und das war so ein Tag, wo er sehr down war. Und dann haben wir das gemacht. Also ich habe es gemacht so ein bisschen und dann angelegt und so. Und dann haben wir auch ein Foto gemacht, zwei Fotos und so. Und danach habe ich weitergearbeitet. Aber diese Melancholie war in dem Bild drin. Und das störte ihn wahnsinnig. Das hat er ja verachtet auch. Ja, also das fand er unmöglich, nicht? Aber er konnte da nicht gegen an. Man sah es an seinen Augen. Er hatte müde und traurige Augen. Und da, ja, und dann war er auch dann unwirsch und seltsam. Und ja, unberechenbar wurde er ein bisschen. Klaus Fußmann ist Mitglied in der Freitagsgesellschaft, ein handverlesener Kreis. Bildung durch Vorträge in privater Runde. Im Winter alle 14 Tage freitags im Neuberger Weg. Schmidt gibt auch hier den Ton an. Das ging sehr schnell, also dass er sich angegriffen fühlte. Also eine echte Diskussion kam selten auf, das ging gar nicht. Das habe ich dann sehr früh gemerkt dort in diesem Verein, dass alle so ein bisschen moderat miteinander umgingen. Also man sagte nicht, das, was Sie sagen, stimmt nicht oder so. Das ging gar nicht, das durfte man nicht sagen. Ich hatte da auch meine Hemmung, wie in der Schule. Manchmal, wenn man nachher sprach, war es gut, aber erstmal im Coram Helmut Schmidtum zu sprechen, das war nicht immer so einfach. Eine Eigenart von Schmidt, über den Tod von Mitgliedern der Freitagsgesellschaft wird nie gesprochen. Krankheit und Leid und Tod waren kein Thema in der Freitagsgesellschaft. Es wurde vielleicht ein bisschen darüber von den Teilnehmern der Freitagsgesellschaft darüber oberflächlich gesprochen. Von ihm habe ich es eigentlich nie erlebt. Als 2010 seine Frau Loki stirbt, will Schmidt auch darüber nicht reden. Und es war auch furchtbar, das mit anzusehen, weil er gelitten hat und weil er zu Hause alleine war. Erst jetzt bekennt sich Helmut Schmidt in einem Buch zu seiner Affäre. Viele verstehen dieses späte Geständnis nicht. Vorher war er ja die große Lichtgestalt, nicht so, die unantastbar war und so. Das hat sehr viel Loki gemacht im Hintergrund, ja, und hat ihn von vielen ferngehalten. Und das war viel besser als das, was er sich dann ausrechnete, wenn er nach vorne stürzt und sagt, also ich bin auch einer gewesen, tut mir leid, ich muss mich da. Und das wussten ja alle schon,
Also, dass er kein Mann von Traurigkeit war. Er wird immer kränker. Doch das Rauchen will er nicht lassen. Er war fest davon überzeugt, dass der Zusammenhang zwischen Zigarettenrauchen und einer progredienten, also einer beschleunigten Arterienverkalkung, nicht stimmt. Er sagt, Sie werden das noch erleben. Er hat mich immer mit Vornamen angesprochen und Sie gesagt. Er sagt, Heiner, Sie werden es noch erleben. Das wird alles wieder rückgängig gemacht. Schmidt lässt sich nicht von seinen Ärzten belehren. Der wissenschaftliche Zusammenhang zwischen Rauchen und Arterienverkalkung ist an ihm so klar bewiesen wie nur irgendwas. Nach Lokis Tod baut Helmut Schmidt stark ab und merkt es auch. Ich erinnere mich, dass er mich fragte, sage ich inzwischen dummes Zeug, ja, so in diese Richtung. Oder dass er mich fragte, tue ich genug für Sie? Und ich habe am Anfang diese Fragen als kokett empfunden, ja, aber das war schon gefühlt. Irgendwann, das ist noch gar nicht lange her, habe ich dann mal gesagt, Helmut, was ist das für eine schöne Form des Alterns, wenn man so viel zu sagen hat und auch noch so beliebt ist. Da sagst du, ja, das ist auch gut, aber ist auch das Einzige, was noch gut ist am Altern. Sonst funktioniert nichts mehr. Also scheiße. Ja. Am 10. November 2015 stirbt Helmut Schmidt. Seinen Trauergottesdienst hat er selbst geplant. Gespielt wird ein Lieblingsstück, das Abendlied von Matthias Claudius. Ich glaube, dass er eine große Identifikationsfigur war für viele Deutsche, auch mit dem Bedürfnis, da muss doch einer sein, der den Überblick hat. Er war immer bemüht, sein Image zu halten. Also das war für ihn ganz wichtig. Und so ging er durchs Leben. Das war ihm so selbstverständlich, er merkte es schon gar nicht mehr, dass er immer angespannt war, leicht. Ich habe ihn mal gefragt, haben Sie nie Zweifel? Und seine Antwort war, nur Dumme zweifeln nicht. Geben, wie er wirklich ist. Das hat Loki oft gesagt, wenn die Leute wüssten, wie viel Gefühl mein Mann hat. Nur wenige lässt Schmidt hinter seine Fassade blicken. Einer von ihnen ist der Pianist Justus Franz. Seit 1957 kennen sich die beiden. Er war der beste Freund, den man sich vorstellen konnte. Beide verbindet die Liebe zur Musik. Ich glaube, dass die Musik für ihn ganz wichtig war und dass er durch die Kraft der Musik auch selber immer wieder Kraft in seinem eigenen Tun gefunden hatte. Denn Schmidt zweifelt sein eigenes Handeln oft an. Ist Politik das Richtige für ihn? Eigentlich wollte er Stadtplaner werden oder Pianist. Jeder richtige Ton im richtigen Zeitmaß ist auch Pflicht. Und das dann hinzubringen, das hat er eben ganz gut geschafft. Pflicht oder Neigung? 1941 meldet sich Helmut Schmidt freiwillig an die Ostfront, obwohl er die Nazi-Herrschaft innerlich ablehnt. Ich habe gesagt, warum haben Sie das denn gemacht? Na ja, hat er gesagt, wenn man am Wochenende in Berlin unter den Linden lang spaziert ist und hat dann gesehen, wie diese Soldaten von der Ostfront kamen, ihre Puppen im Arm, im vollen Ornat, da was hängen und da eine Schulterklappe und so.
Ja, ich wollte auch mal ein Held sein. Schmidt überlebt den Krieg unbeschadet. Er studiert, geht in die Politik. Politik ist in gewisser Weise ein Kampfsport. Im Februar 1962 erhält er wieder Gelegenheit, Held zu sein. Eine gewaltige Sturmflut durchbricht Hamburgs Deiche. Tausende Menschen drohen zu ertrinken. Helmut Schmidt, mittlerweile Polizeisenator in Hamburg, übernimmt die Führung. Er war schon so wie direkt vom Militär mit seinem Offiziershabitus und hat das unter Kontrolle bringen wollen. Aber er war hemdsärmlich, er hat angefasst, er ist im Helikopter rumgeflogen und hat sich ein Bild von der Katastrophe gemacht und hat das, also in der Krisensituation, hat er einen sehr kühlen Kopf bewahrt. Er setzt sich über Bedenken, Gesetze und Vorgesetzte hinweg. Ein Teil seiner Philosophie hieß auch, der Mensch muss, wenn er in die Situation gestellt wird, sich entscheiden können. Das hatte er eigentlich auch schon als Kriegsoffizier zumindest zu teilen gelernt. 315 Menschen sterben in den Fluten. Doch die Hamburger sind sich sicher, Schmidt hat noch Schlimmeres verhindert. Dafür sind sie ihm dankbar. Bis heute. Da hat er zum ersten Mal etwas gezeigt, was er vielleicht selber gar nicht. Noch im Krieg wird geheiratet und Sohn Helmut Walter geboren. Er stirbt mit nur 8 Monaten. Ein Schicksalsschlag. Mit Tochter Susanne wird aus dem Paar eine Familie. Doch seit 1961 hat Schmidt eine Geliebte, 17 Jahre jünger und verheiratet. Loki ahnt nichts, bis es 1966 publik wird. Das war eine der schlimmeren Phasen, die ich erlebt habe als sein Mitarbeiter, weil es dann auch zu gewissen Häme führte und versteckte Anspielungen und so weiter. Da war Schmidt also jemand, der darunter sehr gelitten hatte und Loki natürlich noch stärker. Helmut Schmidt geht 1965 nach Bonn, wird Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag. Sein Doppelleben führt er dort weiter. Dann wurde Loki mitgeteilt, er sei noch gar nicht abgeflogen, es sei mal wieder Nebel in Bonn. Deswegen hießen diese Heimflüge, die hießen die Schmidtschen Nebelfahrten. Journalisten wollen immer wieder wissen, was los ist. Helmut Schmidt hüllt sich in Schweigen. Loki hat die passende Antwort. Ach, wissen Sie, das ist eine Sache zwischen Helmut und mir. Und es geht sie nichts an. Nach außen hin inszeniert das Paar Familienidylle. Doch die Affäre lässt die Ehefrau nicht kalt. Loki war mit der Frau von Horst Ehmkeller, dem Kanzleramtsminister von Willy Brandt, offenbar enger befreundet. Und Frau Ehmke und auch Herr Ehmke erzählten mir, dass Loki sich immer mal wieder bei ihnen ausgeweint habe. Doch trennen will sie sich nicht. Wenn der glaubt, dass ich mich scheiden ließe, dann hat er sich getäuscht. Ich werde noch mal wichtig für ihn werden. Und sei es denn erst im Alter. Loki arrangiert sich. Nun mach mal ein freundliches Gesicht. Einmal im Urlaub kannst du dich freundlich angucken. So werde ich hier behandelt. Und das schon 4 Wochen lang. Männer können ihre Frau lieben und trotzdem mal eine Affäre haben. Und dann daran kann eine Ehe zerbrechen. Oder sie kann reifen. Der junge Politiker Helmut Schmidt will weiter nach oben. 1969 wird er Verteidigungsminister, 1972 Wirtschafts- und Finanzminister. Er war, das kann man glaube ich so sagen, tendenziell immer auf Krawall gebürstet. Er wollte sich schnell und nach. Der junge Politiker Helmut Schmidt will weiter nach oben. 1969 wird er Verteidigungsminister. 1972 Wirtschafts- und Finanzminister. Er war, das kann man glaube ich so sagen, tendenziell immer auf Krawall gebürstet. Er wollte sich schnell und nachhaltig profilieren. Und ein Mittel der Profilierung war natürlich, diesen Altmännerzirkus aus Bonn etwas aufzumischen.
Sein Spitzname ist Schmidt Schnauze. Lieber Freund, der Sie nun zum dritten Mal dazwischenrufen, für intelligente Zwischenrufe bin ich besonders dankbar, da entfaltet sich mein rhetorisches Talent. Das ist auch vernünftig, stammt nämlich von mir, habe ich vor 20 Jahren selbst geschrieben. Ja, sicherlich, wir dürfen ja auch verschiedener Meinung bleiben, nicht? Und wenn Sie so reden würden, wie ich heute Abend geredet habe, würden es noch schneller noch mehr Leute begreifen. Wobei der Begriff Schmidt Schnauze, ja, mal entstanden ist, als eine Art Eigenwerbung. Ja? In den 50er Jahren als junger Abgeordneter, mal in einem Pressegespräch mit Journalisten. Und dann hat er eben dann gesagt, na, Sie wissen ja, so wie ich das ausdrücke, eben wie Schmidt-Schnauze. Brigitta, sind Sie das? Was haben Sie mir alles für Mist auf den Schreibtisch gelegt hier? Das sah hier aus, Mensch, wie bei Karstadt, hier alles vollgepackt. Hier liegt auch noch was. Weiß man gar nicht, was man lesen soll. Pack mir meine Briefe, wie sie es gehört, dahin und den Lesemist auf den anderen Stapel und nicht den ganzen Tisch voll. Das Hamburgische hat schon so nach Stahlkanten in der Sprache. Ja. Und er hat das übrigens auch sehr bewusst eingesetzt. Bitte Platz zu nehmen, akademische Viertelstunde ist um. Da spielt die Ungeduld eine Rolle und eine gewisse Panzerung, mit der er rumgelaufen ist. Ja. Er hat dahinter ein Stück Empfindsamkeit verdeckt. Hinter der Arroganz steckt auch ein Mensch, der Reibung sucht. Es war nicht so, dass man mit ihm nicht diskutieren konnte, sondern er hat das verlangt. Er wollte Gegenmeinungen hören, um seine eigene Meinung zu festigen und abzuklären. Entscheidungen fällt Schmidt erst nach langem Hin und Her. Der Perfektionist will nichts übersehen. Er wollte es natürlich auch Macher sein. Aber er wollte eigentlich mehr als Macher sein. Nur deswegen hat er sich aufgeregt. Er wollte Macher mit Grundsätzen sein. Und gerne auch Kanzler. Doch die SPD stellt bereits den Regierungschef und der ist auch noch beliebt. Er hat sich, und dafür gibt es eine Unzahl von Belegen, immer wieder wissen, was los ist. Helmut Schmidt hüllt sich in Schweigen. Loki hat die passende Antwort. Ach, wissen Sie, das ist eine Sache zwischen Helmut und mir und es geht Sie nichts an. Nach außen hin inszeniert das Paar Familienidylle. Doch die Affäre lässt die Ehefrau nicht kalt. Loki war mit der Frau von Horst Ehmkelle, dem Kanzleramtsminister von Willy Brandt, offenbar enger befreundet. Und Frau Ehmke und auch Herr Ehmke erzählten mir, dass Loki sich immer mal wieder bei ihnen ausgeweint habe. Doch trennen will sie sich nicht. Wenn der glaubt, dass ich mich scheiden ließe, dann hat er sich getäuscht. Ich werde noch mal wichtig für ihn werden. Und sei es denn erst im Alter. Loki arrangiert sich. Du mach mal ein freundliches Gesicht. Einmal im Urlaub kannst du mich freundlich angucken. So werde ich hier behandelt, Mensch. Und das schon 4 Wochen lang. Männer können ihre Frau lieben und trotzdem mal eine Affäre haben. Und daran kann eine Ehe zerbrechen oder sie kann reifen. Der junge Politiker Helmut Schmidt will weiter nach oben. 1969 wird er Verteidigungsminister, 1972 Wirtschafts- und Finanzminister. Er war, das kann man glaube ich so sagen, tendenziell immer auf Krawall gebürstet. Er wollte sich schnell und nachhaltig profilieren und ein Mittel der Profilierung war natürlich, diesen Altmännerzirkus aus Bonn etwas aufzumischen. Sein Spitzname ist Schmidt Schnauze. Lieber Freund, der Sie nun zum dritten Mal dazwischenrufen, für intelligente Zwischenrufe bin ich besonders dankbar, da entfaltet sich mein rhetorisches Talent. Das ist auch vernünftig, stammt nämlich von mir, habe ich vor 20 Jahren selbst geschrieben. Ja, sicherlich, wir dürfen ja auch verschiedener Meinung bleiben, nicht? Und wenn Sie so reden würden, wie ich heute Abend geredet habe, würden es noch schneller noch mehr Leute begreifen. Wobei der Begriff Schmidt-Schnauze, ja, mal entstanden ist, als eine Art Eigenwerbung. Ja? In den 50er Jahren als junger Abgeordneter, mal in einem Pressegespräch mit Journalisten.
Und dann hat er eben dann gesagt, na, Sie wissen ja, so wie ich das ausdrücke, eben wie Schmidt-Schnauze. Brigitta, sind Sie das? Was haben Sie mir alles für Mist auf den Schreibtisch gelegt hier? Das sah hier aus, Mensch, wie bei Karstadt, hier alles vollgepackt. Hier liegt auch noch was, weiß man gar nicht, was man lesen soll. Pack mir meine Briefe, wie sie es gehört, dahin und den Lesemist auf den anderen Stapel und nicht den ganzen Tisch voll. Das Hamburgische hat schon so nach Stahlkanten in der Sprache. Ja. Das ist. Helmut Schmidt hüllt sich in Schweigen. Loki hat die passende Antwort. Ach, wissen Sie, das ist eine Sache zwischen Helmut und mir. Und es geht sie nichts an. Nach außen hin inszeniert das Paar Familienidylle. Doch die Affäre lässt die Ehefrau nicht kalt. Loki war mit der Frau von Horst Ehmkel, dem Kanzleramtsminister von Willy Brandt, offenbar enger befreundet. Und Frau Ehmkel und auch Herr Ehmkel erzählten mir, dass Loki sich immer mal wieder bei ihnen ausgeweint habe. Doch trennen will sie sich nicht. Wenn der glaubt, dass ich mich scheiden ließe, dann hat er sich getäuscht. Ich werde noch mal wichtig für ihn werden. Und sei es denn erst im Alter. Loki arrangiert sich. Du mach mal ein freundliches Gesicht. Einmal im Urlaub kannst du mich freundlich angucken. So werde ich hier behandelt, Mensch. Und das schon 4 Wochen lang. Männer können ihre Frau lieben und trotzdem mal eine Affäre haben. Und dann daran kann eine Ehe zerbrechen. Oder sie kann reifen. Der junge Politiker Helmut Schmidt will weiter nach oben. 1969 wird er Verteidigungsminister. 1972 Wirtschafts- und Finanzminister. Er war, das kann man glaube ich so sagen, tendenziell immer auf Krawall gebürstet. Er wollte sich schnell und nachhaltig profilieren. Und ein Mittel der Profilierung war natürlich, diesen Altmännerzirkus aus Bonn etwas aufzumischen. Sein Spitzname ist Schmidt Schnauze. Lieber Freund, der Sie nun zum dritten Mal dazwischenrufen, für intelligente Zwischenrufe bin ich besonders dankbar. Da entfaltet sich mein rhetorisches Talent. Das ist auch vernünftig. Stammt nämlich von mir, habe ich vor 20 Jahren selbst geschrieben. Ja, sicherlich. Wir dürfen ja auch verschiedener Meinung bleiben, nicht? Und wenn Sie so reden würden, wie ich heute Abend geredet habe, würden es noch schneller noch mehr Leute begreifen. Wobei der Begriff Schmidt-Schnauze ja, mal entstanden ist als eine Art Eigenwerbung. Ja? In den 50er Jahren als junger Abgeordneter mal in einem Pressegespräch mit Journalisten. Und dann hat er eben dann gesagt, na, Sie wissen ja, so wie ich das ausdrücke, eben wie Schmidt-Schnauze. Brigitta, sind Sie das? Was haben Sie mir alles für Mist auf den Schreibtisch gelegt hier? Das sah hier aus, Mensch, wie bei Karstadt, hier alles vollgepackt. Hier liegt auch noch was, weiß man gar nicht, was man lesen soll. Pack mir meine Briefe, wie Sie es gehört, dahin und den Lesemist auf den anderen Stapel und nicht den ganzen Tisch voll. Das Hamburgische hat schon so nach Stahlkanten in der Sprache. Ja. Und er entführt wird. Dabei quälen Schmidt Zweifel, die er mit engen Freunden teilt. Was immer ich mache, ist falsch. Aber ich muss, wir können den Terroristen nie nachgeben. Wenn wir das tun, haben wir keine Zukunft mehr. Einen Monat später ist Hans-Martin Schleyer tot. Schleyer hat gefleht um sein Leben, er kannte ihn persönlich. Schmidt hat sich schwer getan mit der Entscheidung, er hat sich Rat geholt, aber dann hat er das durchgezogen und diese Härte galt auch ihm gegenüber. Das kann man bewundern, davor kann man auch erschrecken, ja? Es ist halt so wahnsinnig nah beieinander. Die Härte sich selbst gegenüber hat ihren Preis. Die Gesundheit des Kanzlers ist angegriffen. Horst Ehmke hat mir mal gesagt, dein früherer Chef, wenn der so weitermacht, ist er in 5 Monaten tot. Weil er da in der Öffentlichkeit, in Fotos der Bild-Zeitung erschien, er um 10 Kilo, 12 Kilo abgemagert. Viele dachten, er hat Krebs oder irgendwas. Ja. Es ist die Schilddrüse. Nur mit vielen Medikamenten wird Schmidt wieder halbwegs gesund.
Freunde machen sich Sorgen um den Kanzler. Er war angestrengter. Ich glaube, dass sich deutlich seinen Gesundheitszustand verschlechterte. Aber er hat sich auch weniger bewegt. Aber er hat sogar mit Steffi Graf mal Tennis gespielt bei mir. Und ich hatte Steffi Graf gesagt, um Gottes Willen, bitte mach nichts, als dass du auf ihn schlägst. Einfache Bälle. Aber irgendwann war es mit ihr durchgegangen und sie hat dann doch irgendwie geschnitten. Und mit dem Erfolg, dass es ihm dann tatsächlich, dass er sich irgendwie was verrenkt hat und es ihm gar nicht so gut ging, ja. Schmidt raucht wie ein Schlot oder schnupft den Tabak. Auch beim Essen hält er kein Maß. Er macht auch grauenvolle Dinge. Er trank ja sehr gerne Coca-Cola. Aber wenn er sich unbeobachtet fühlte, dann steckte er noch 6 Stücken Stückzucker, tat er noch sich in die schäumende Coca-Cola. Ja, und da gibt es ja nur genug Zucker drin. Aber das fand er schön. Mitte der 70er Jahre hat Schmidt auf Gran Canaria einen Schwächeanfall. Ich hatte erst den Eindruck, er hätte sich den Fuß vertreten oder irgendwas, was es war. Und ich schrie nur auf, Helmut! Und so. Und da war er aber auch schon wieder bei sich. Nichts, alles in Ordnung. Jeder richtige Ton im richtigen Zeitmaß ist auch Pflicht. Und das dann hinzubringen, das hat er eben ganz gut geschafft. Pflicht oder Neigung? 1941 meldet sich Helmut Schmidt freiwillig an die Ostfront, obwohl er die Nazi-Herrschaft innerlich ablehnt. Ich habe gesagt, warum haben sie das denn gemacht? Na ja, hat er gesagt, wenn man am Wochenende in Berlin unter den Linden lang spaziert ist und hat dann gesehen, wie diese Soldaten von der Ostfront kamen, ihre Puppen im Arm, im vollen Ornat, da was hängen und da eine Schulterklappe und so. Ja, ich wollte auch mal ein Held sein. Schmidt überlebt den Krieg unbeschadet. Er studiert, geht in die Politik. Politik ist in gewisser Weise ein Kampfsport. Im Februar 1962 erhält er wieder Gelegenheit, Held zu sein. Eine gewaltige Sturmflut durchbricht Hamburgs Deiche. Tausende Menschen drohen zu ertrinken. Helmut Schmidt, mittlerweile Polizeisenator in Hamburg, übernimmt die Führung. Er war schon so wie direkt vom Militär mit seinem Offiziershabitus und hat das unter Kontrolle bringen wollen. Aber er war hemdsärmlich, er hat angefasst, er ist im Helikopter rumgeflogen und hat sich ein Bild von der Katastrophe gemacht und hat das, also in der Krisensituation, hat er einen sehr kühlen Kopf bewahrt. Er setzt sich über Bedenken, Gesetze und Vorgesetzte hinweg. Ein Teil seiner Philosophie hieß auch, der Mensch muss, wenn er in die Situation gestellt wird, sich entscheiden können. Das hatte er eigentlich auch schon als Kriegsoffizier zumindest zu teilen gelernt. 315 Menschen sterben in den Fluten. Doch die Hamburger sind sich sicher, Schmidt hat noch Schlimmeres verhindert. Dafür sind sie ihm dankbar. Bis heute. Da hat er zum ersten Mal etwas gezeigt, was er vielleicht selber gar nicht wusste, dass er es konnte. Die Bundeswehr hat willig Weisungen angenommen aus meinem zivilen Munde. Umgekehrt, wir haben uns belehren lassen von der Bundeswehr. Ein Retter mit Doppelleben. Eine beglückende Erfahrung. Offiziell an seiner Seite Ehefrau Loki. Sie kennen sich aus der Schulzeit. Noch im Krieg wird geheiratet und Sohn Helmut Walter geboren. Er stirbt mit nur 8 Monaten. Ein Schicksalsschlag. Mit Tochter Susanne wird aus dem Paar eine Familie. Doch seit 1961 hat Schmidt eine Geliebte, 17 Jahre jünger und verheiratet. Loki ahnt nichts, bis es 1966 publik wird. Das war eine der schlimmeren Phasen, die ich erlebt habe. Als ihren Krisen in seiner Ehe. Dass diese Ehe aufrechterhalten worden ist, ist vor allem das Verdienst von Loki. Die zwei Leben des Helmut Schmidt. Jetzt in ZDF History. 1975, Wahlkampf in Berlin.
CDU-Spitzenkandidat Peter Lorenz hat gute Chancen, regierender Bürgermeister zu werden. Sein Thema: mehr Sicherheit. In Berlin haben linke Terroristen einen Richter ermordet. SPD-Kanzler Helmut Schmidt wiegelt ab. Ein Flugblatt der Berliner CDU. Dicke Überschrift: Berliner leben gefährlich. Der Peter Lorenz, nämlich das ist der freundliche Herr hier mit der Hornbrille, der das verantwortet, diesen Unfug. Der muss sich offenbar nachts in seiner Wohnung ängstigen, nicht so? 3 Wochen später wird Peter Lorenz entführt. Die Forderung der Erpresser: Freilassung von 5 inhaftierten Gesinnungsgenossen. Helmut Schmidt ist erst 9 Monate im Amt. In den Krisenstab holt er auch die Opposition. Die Meinung des Kanzlers: er will sich nicht von Terroristen erpressen lassen. Zunächst gab es natürlich Kritik der Union. Und wenn man so will, war das natürlich auch ein gewisses Druckmittel. Der Wahlkampf vertieft die Gräben. Will hier ein SPD-Mann das Leben eines politischen Gegners aufs Spiel setzen? Schmidt gerät in die Kritik. Im entscheidenden Moment meldet er sich krank. Er lag mit 41 Fieber im Bett. Herr Kohl, der Oppositionsführer, hat ihn beschworen, den Austausch zu vollziehen. Bei der Abstimmung im Kanzleramt enthält sich Schmidt. Hat er Angst vor der Verantwortung? Peter Lorenz kommt frei. Die Terroristen werden in den Nahen Osten ausgeflogen. Er hat sich selber, es wäre falsch zu sagen, nicht unbedingt Absolution erteilt, aber er hat erklärt, weswegen er selber irgendwie aus dem Entscheidungsprozess raus war. 2,5 Jahre später entführt die RAF Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer. Das war für ihn eine furchtbare Situation, in der er auch ganz klar, und ich muss wirklich sagen, fast, also emotional, mit bebender Stimme sagte: ich weiß nicht, was ich mache. Schleyer ist Schmidts Freund. Wieder wollen die Entführer Terroristen freipressen. Gleichzeitig hat er erkennen müssen, dass es Situationen gibt, in denen man sich in Schuld verstrickt und es keinen anderen Ausweg gibt. Eingesetzt. Bitte Platz zu nehmen. Akademische Viertelstunde ist um. Da spielt die Ungeduld eine Rolle und eine gewisse Panzerung, mit der er rumgelaufen ist. Ja. Er hat dahinter ein Stück Empfindsamkeit verdeckt. Hinter der Arroganz steckt auch ein Mensch, der Reibung sucht. Es war nicht so, dass man mit ihm nicht diskutieren konnte, sondern er hat das verlangt. Er wollte Gegenmeinungen hören, um seine eigene Meinung zu festigen und abzuklären. Entscheidungen fällt Schmidt erst nach langem Hin und Her. Der Perfektionist will nichts übersehen. Er wollte natürlich auch Macher sein. Aber er wollte eigentlich mehr als Macher sein. Nur deswegen hat er sich aufgeregt. Er wollte Macher mit Grundsätzen sein. Und gerne auch Kanzler. Doch die SPD stellt bereits den Regierungschef und der ist auch noch beliebt. Er hat sich, und dafür gibt es eine Unzahl von Belegen, in denen er sich entweder total unverhohlen oder in verdeckter Form für den besseren Kanzler gehalten hat. Doch Willy Brandt gewinnt die Wahl 1972 mit Bravour. An ihm kommt Schmidt nicht vorbei. 73 redete er immer wieder mal davon, er möchte raus, er möchte eigentlich in die Wirtschaft. Und es wäre so schön, mal 200.000 Mark zu verdienen im Jahr. Dann stürzt Willy Brandt über einen Spionagefall. Der Nachfolger steht bereit, auch wenn er Schiss hat vor dem Amt, wie er selber sagt. Am 16. Mai 1974 wird Helmut Schmidt der 5. Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Da kommt dann wieder dieses verdammte Pflichtbewusstsein.
die Parteidisziplin hat ihn dann dazu gebracht, du kannst nicht aufhören, du kannst nicht aufhören, du musst weitermachen. So wahr mir Gott helfe. Darf ich noch einmal die herzlichen Glückwünsche des Hauses. Der neue Kanzler steht vor großen Herausforderungen. Inflation, Ölpreisschock, Energieprobleme. Schmidt glaubt ja, dass die Weltwirtschaftsprobleme und die Schwäche des Kapitalismus im Kalten Krieg so schlimm sind, dass es möglicherweise zur Zersetzung und zur Auflösung und zum Zugrundegehen der Demokratie. Wegen er selber irgendwie aus dem Entscheidungsprozess raus war. 2,5 Jahre später entführt die RAF Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer. Das war für ihn eine furchtbare Situation, in der er auch ganz klar, und ich muss wirklich sagen, fast, also emotional, mit bebender Stimme sagte, ich weiß nicht, was ich mache. Schleyer ist Schmidts Freund. Wieder wollen die Entführer Terroristen freipressen. Gleichzeitig hat er erkennen müssen, dass es Situationen gibt, in denen man sich in Schuld verstrickt und es keinen anderen Ausweg gibt. Diesmal will er sich nicht raushalten. Er hat aus dem Fall Lorenz den Entschluss destilliert, nie wieder nachzugeben. Weil einmal Schwäche zu zeigen, weitere Schwäche nach sich zieht. Er ringt mit sich. Nach außen hin zeigt er Stärke. Sie mögen in diesem Augenblick ein triumphierendes Machtgefühl empfinden. Aber Sie sollen sich nicht täuschen. Der Terrorismus hat auf die Dauer keine Chance. Schmidt gibt sich kompromisslos. Der Krisenstab steht hinter ihm. Schleyer wird nicht ausgetauscht. Einen Monat später ist er tot. Ich glaube, der schlimmste Moment in seinem Leben war, als er bei dem Trauergottesdienst neben Frau Schleyer saß. War die schwerste Entscheidung seines Lebens richtig? Er war fähig zu zweifeln, auch an dem, was er selber tat, dachte und entschied. Seine Zweifel konnte Helmut Schmidt stets gut verbergen. Als er im November 2015 stirbt, bewundern ihn die Menschen als weisen Welterklärer. Über 50 Jahre lebt er mit seiner Ehefrau Loki in diesem Haus. Hier kann er sich geben, wie er wirklich ist. Das hat Loki oft gesagt, wenn die Leute wüssten, wie viel Gefühl mein Mann hat. Nur wenige lässt Schmidt hinter seine Fassade blicken. Einer von ihnen ist der Pianist Justus Franz. Seit 1957 kennen sich die beiden. Er war der beste Freund, den man sich vorstellen konnte. Beide verbindet die Liebe zur Musik. Ich glaube, dass die Musik für ihn ganz wichtig war und dass er durch die Kraft der Musik auch selber immer wieder Kraft in seinem eigenen Tun gefunden hatte. Denn Schmidt zweifelt sein eigenes Handeln oft an.